Jetzt direkt kommt mit das einem. ganze Thema, jetzt kommt das Thema wieder. Hast du ein anderes Thema? Wir wollen nicht über Haters sprechen, haben wir gesagt. Ach so, okay. Macht keinen Unterschied. Sobald ich irgendwo gesehen werde, ist das wieder vorbei. Und Tatsache ist, das ist eher unwahrscheinlich, dass ich in der Großstadt nicht gesehen werde. Tatsächlich wäre, wenn überhaupt, dann das Land eher eine sinnvollere Lösung als als die Stadt. Aber wenn du jetzt mal angenommen in so einem Hochhaus wohnen würdest, die könnten sich ja gar nicht leisten, bei dir da immer vor der Tür zu stehen. Da würden ja auch Das sind andere jetzt Leute wohnen. auch schon wieder Themen, die wir schon zum 100. Mal hatten. Ich sage dazu jetzt noch ein letztes Mal eine Sache und danach ist das Thema für mich ein für alle Mal gegessen. Ich will keinen festen Wohnsitz mehr. Wenn ich einen festen Wohnsitz habe, dann kommen die Leute wieder zu mir und ich habe keine Lust, mich über diese Menschen die ganze Zeit drüber aufzuregen. Und dementsprechend habe ich kein Interesse daran, dass die Leute mich die ganze Zeit belästigen. Und deswegen werde ich mir auch keinen festen Wohnsitz mehr zulegen. Zumindest nicht, bevor sich was an der Hater-Situation geändert hat oder bevor ich irgendwo im Ausland die Kohle habe, dass ich mir ein Haus kaufen kann. Okay, also du spekulierst praktisch darauf, dass du deinen Führerschein wieder bekommst und Ich jetzt fertig. spekuliere nicht darauf. Ich hole mir meinen Führerschein zurück. Punkt. Ich spekuliere auf gar nichts. Ich gebe mich nicht Das weiß man mit ja Ver nicht so ich, zu ich gebe mich 100%. nicht mit, das, ich weiß das zu 100%. Ich gebe Okay. mich nicht mit Vermutungen zufrieden. Und außerdem, ich habe in meinem Leben mit meinem Führerschein keine Scheiße abgezogen, also kriege ich meinen Führerschein wieder. Punkt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ja, ich hoffe es ja für dich, dass du den wiederkriegst. Du ist es ja nicht, ne? Ich krieg den wieder. Wenn ihn Leute, die Drogen nehmen und kiffen und wegen Alkohol und was weiß ich alles, ihren Führerschein wieder kriegen, dann krieg ich ihn auch wieder. So, mal sehen. Hallo? Metal und Servus und herzliches Willkommen beim Drachen. Wie kann ich dir helfen? Ja, eigentlich gar nicht. Freut mich erstmal, dich zu sehen. Okay. Und du wolltest ja Kinder bekommen, ne? Also ich selbst wollte keine Kinder bekommen. Ich wollte eine Frau und Kinder, ja. Das ist ein Ja, Unterschied. Das aber. könnte schmerzhaft werden als Mann. Also es ist auch als Frau, aber als Mann weiß ich nicht. Das dann vielleicht noch schmerzhafter wäre. Aber findest Ist die du Öffnung das kleiner. nicht eine Zumutung für deine Kinder, wenn die in eine Klasse gehen und die Ich Klassenkameraden werde nicht wieder mit über einer Hater Gruppe? sprechen und ich werde auch nicht wieder über solche Themen sprechen. Letzten Endes gibt es genug Möglichkeiten, alternativ daran zu arbeiten. Und bis ich Kinder kriege, sollte ich je Kinder haben, würde das Thema sowieso ganz anders aussehen. Mal abgesehen Kannst du überhaupt davon. Kinder bekommen? Weil ich glaube, du hast ja ein Mikro. Also ist Weißt jetzt nur eine du, Frage, mein was Schwanz meinst ist du, länger was? als deiner, ohne Probleme. Und das merkt man Nee, schon an der nee. Tatsache, doch, und das merkt man schon an Nee. der Tatsache, dass du hier, Du lügst doch, doch gerade. doch, und das merkt man auch allein an der Tatsache, dass du hier drinnen bist und den Großen markierst. So. So, nur um das einmal noch kurz klarzustellen, jeder, der hier reinkommt und solche Fragen stellt, hat von vornherein in meinen Augen schon immer einen kleineren. So, nur um das mal kurz anzusprechen. Das ist so lächerliche Aktion. Baut im Wald oder auch in irgendwelchen Gestrüppen und Gebüschen. Ja. Ja, alles klar, das war's auch schon. Schönen Abend dir noch, ne? Alles klar. Ciao. Bis dann. Hä? Das ist eine neue Masche der Kritiker und Hater? Dass jetzt jemanden reinschicken, 5 Sekunden fragen und dann wieder rausschicken? Wenn wir so weitermachen, haben wir noch 20 Leute geschafft, bevor der Stream vorbei ist. Es waren ja jetzt schon 6 Stück oder so. Rana, wie geht's dir? Danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Servus, Metal und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Du bist live. Wie kann ich dir helfen? Jo, servus Drache. Alles gut bei Na dir? denn? Mann. Ja, man zieht irgendwie durch. Ne? Da du ja heute nichts mit Hater-Fragen zu tun haben willst, hätte ich eine andere Frage. Und zwar, dir ist doch bekannt, dass der Gregor Hutz ein Interview geführt hat mit einem Kritiker. Ich rede nicht über irgendwelche Menschen, Leute, ganz ehrlich. Und Namen, es werden hier keine Namen genannt. Definitiv nicht. Es werden hier keine Namen von Menschen genannt. Wird hier nicht passieren. Wer sowas macht, fliegt ohne Kommentar raus. Also, ab jetzt. Metal, Servus und ein herzliches Willkommen, TJ. Wie kann ich dir helfen? Was ist Sache? Was ist Phase? Einen wunderschönen guten Abend. Sagt mir das noch? Hört man mich? Jo, ja, man hört dich. Ah, perfekt, aber bei mir spackt gerade ein bisschen TikTok rum. Ja, ich habe eine Frage, die mich schon ein bisschen länger interessiert. Hast du eine Morgenroutine? Also, wie läuft so dein Morgen ab, wenn du aufstehst? Eine Routine habe ich nicht, weil ich nicht in der Lage bin, eine Routine zu machen. Oh, ja, okay, stimmt. Okay. Aber einfach so zum Beispiel jetzt, wie du deine Haare hinkriegst, oder weil ich habe Meine jetzt auch Haare, so. Ich habe die sind fast die seit dem gleichen Schlafen Haare wie so. du und. Und zwar hast du mittendrin abgehackt.
Oh, Meine Haare Entschuldigung. sehen immer so aus. Meine Haare sehen immer so aus. Das ist ganz normal. Das Ich finde es aber gut. ist Jetzt immer normal. den Bart wachsen lassen, dann ist wieder der Prime Drachenlord da. Ne Bart, nö. Ich muss mich dringend rasieren. Ich schaue aus wie Iltis, Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. ey. Nee, mir gefällt das nicht. Außerdem ist Ja. es extrem unpraktisch. Ich will mich schon seit einer Woche rasieren, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Ja, das dauert ja auch lange. Ja, okay, Ja. dann ich bin dann mal Naja, lange wieder dauert weg. es nicht, lange dauert es nicht, aber ich habe halt auch zu anderes zu tun. Und so eine unterschwellige Hate-Aktion, so einen unterschwelligen Ding kannst du dir in Zukunft sparen. Also ganz ehrlich. Es dauert ja auch lange so im Sinne von, oh ja, mal unterschwellig schon wieder provoziert hier. Nein, es dauert nicht lange, aber ich komme einfach nicht dazu, weil ich die ganze Zeit nicht dran denke und weil ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen mache. Ey, sorry, ne, aber ganz ehrlich. Alter Drache. Einen wunderschönen guten Abend und ja, willkommen beim Drachen, du bist live. Wie kann ich dir helfen? Hallo, ich habe ein paar Fragen. Wie geht's dir heute Abend? Die Frage habe ich ungefähr 20 Mal beantwortet, so wie immer. Ah, tut mir leid, okay. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Dürfte ich die fragen? Wenn du was nicht beantworten willst, beantwortest. Wenn jemand schon reinkommt und sagt, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, das ist schon wieder so eine typische, oh, lass uns irgendwelche Hater-Aktionen bringen. Sorry, nee, fragt mich einfach spontan irgendwas, irgendwas vorbereiten, sind wir in der Schule oder was? Macht das einfach spontan. Was ist das denn schon wieder, wo ich mir denke, Alter, das muss doch nicht sein. So, Okay, warte Metal, mal. ein Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Du bist live, wie kann ich dir helfen? Ja, man hört dich. So, guten Tag. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt angenommen werde. So meine aktuelle Geht heute Frage. alles irgendwie zack auf zack. Natürlich. Was ist denn aus der Drachenschanze geworden, wenn das jetzt nicht so nah getreten ist? Aus der Drachenschanze ist gar nichts geworden, denn Schanze nennen es nur Hater und damit Tschüss. Alter, ehrlich? Hätte er noch gefragt, was ist denn aus deinem Haus geworden? Ist auch schon eine Hater-Frage, aber ja, man muss ja immer gleich provozieren. Alter, ohne Scheiß, was ist denn heute los? Vor allem, ich erwische halt nur solche Vögel. So Einen erwischt er das mich ja wunderschönen wieder. guten Gucken Sie Tag. mal wieder Ihren kleinen Wingel da unten. Könnt ihr mich bitte meinen Satz zu Ende sprechen lassen? Ich kann nicht einmal meinen Begrüßungssatz sagen. Schon labern mir jetzt die Leute rein. Das ist schon das vierte Mal jetzt. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen beim Drachenlord. Wie kann ich dir helfen? Du bist live. Lord Drache, ich grüße dich aus Augsburg. Ich habe eine Drache Frage. reicht. Okay, Meister Drache, ich habe eine Frage an dich. Diese wunderschöne Metallhand zu deiner Einfach nur Linken. Drache. Okay, tut mir leid, Drachenlord. Diese Metallhand, spielst du da öfters an dir rum mit der? Was ist denn heute los? Sind heute nur Idioten unterwegs? Ich überlege mir gerade, ob wir das mit den Gästen nicht bleiben lassen, weil das hat ja gerade keinen Sinn. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich und willkommen beim Drache. Du bist live. Wie kann ich dir helfen? Ja, kurze Frage. Ist das der Rückenkratzer, über den du damals wirklich Video auch gemacht hast? Hast du Ist das ein Rückenkratzer? Das sieht man doch. Oh Mann. Metal, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Guten Abend, Und du Drache. bist live. Und ich hoffe, dass du nicht auch so ein Vogel bist wie die ganzen anderen. Heute habe ich irgendwie kein Glück mit meinen Gästen. Nein, nein, Und ich habe nein, schon so einen nein. schönen Namen. Ich habe heute schon so einen schönen Namen das erste Mal gesehen mit Nox. Gefällt mir Oha. gut. Ich hoffe, dass der Okay. Name. Okay. Und Ist das sage ich jetzt. Und ich vielversprechend. sage das nicht. Und ich sage das nicht, weil du eine Frau bist. Ja, ey, komm, Brüstebonus haben wir alle. Nein, wir müssen was anderes. Ja, ich sag das wegen dem Song von der Band, die heißt Nox. Und wegen Jawohl. den Nox von Stargate. Ich Ja, ich mag hab's die mit einfach. Die sind Stargate. cool. Also meine Die werden Frage aber, glaube ich, ist, NOXX geschrieben. Egal. ich Ja? weiß, ich konnte es nur nicht machen, das war hier schon belegt. Da waren ein paar schneller. Nee, meine Frage ist, es ist jetzt auch eine ernste Frage. Ist es eine spezielle Frage? Es hat was mit Pornografie zu tun. Meine Frage ist, wie du drauf gekommen bist. Leute, wir sind auf TikTok. Wir sind auf TikTok. Da hat dieses Thema absolut null zu suchen. Boah, ehrlich. Was ist denn heute los? Liegt es an mir? Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich beim Drache im Stream. Du bist live. Wie kann ich dir helfen? Ja, also, was ist dein Lieblingsland? Also heute beschweren sich die Leute aber extrem, ne? Ein herzliches Willkommen, hallo und einen wunderschönen guten Abend beim Drachen. Du bist live. Wie kann ich dir helfen? Hallo? Hallo? Hallo, kannst du mich Okay. hören? Ja, jetzt ist er rausgeflogen in dem Moment, wo er losgelabert hat. Ja, sorry, das war, weiß ich nicht. Also, reagiert nicht, ich hau ihn raus in dem Moment, fängt er an zu reden. Was ist das denn? Also heute? Weiß ich nicht. Irgendwie ist heute der Wurm drin.